Wieder bei Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ihr seht, vieles ist schon abgeschlossen oder noch nicht abgeschlossen. Besser gesagt, ein Planet ist komplett fertig, bis auf die Mission. Das ist nämlich Jakku. Unten seht ihr die kompletten Missionen, goldene Steine, Carbonit, also Figuren quasi. Die sind schon abgeschlossen. Als nächstes kommt jetzt aber, um das zu komplettieren, hier Takodana dran, wo ich jetzt auf Takodana lande und die restlichen 11 goldene Steine, 2 Carbonit, ein Rennen noch, 3 allgemeine Missionen, eine Erstordnung-Mission und eine Schrottsammler-Mission noch erledigen muss. Also auf nach Takodana. Da sind wir schon auf Takodana gelandet. Und da muss ich mal erstmal auf die Karte schauen, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo es alle hingeht. Wir sehen, hier ist das Rennen schon abgeschlossen, genau, aber hier ist eine neue Figur. Die kann ich mir gleich mal besorgen. Prasta Omlen. Vielleicht mal eine Figur, die halt noch gesperrt war. Und so viele Figuren habe ich nicht mehr, die gesperrt sind. Ja, die Inseln erledige ich nachher erstmal, wenn ich dann hier vom Falken dann wegkomme. Hier ist noch eine Figur. Das heißt, besser gesagt, eine für eine allgemeine Mission. Ich hab nur einer. Ah, bitte. Und das war's schon. Dann ist die allgemeine Mission abgeschlossen und das gibt dann auch schon wieder einen Goldstein.
Um ehrlich zu sein, habe ich weggeschaut. Ich wollte nicht vor Aufregung umfallen. Für deinen Mut muss ich dir wirklich etwas geben. Zum Beispiel eine Warnung, in Zukunft weniger leichtsinnig zu sein. Oh, und das hier. Okay, und wieder zur Karte und das nächste Ziel selektieren. Das ist jetzt. Ja, na, wir gehen. Da oben dürfte ich jetzt auch durchkommen. Das ist Imperial. Ah, da ist aber erstmal eine Figur. Die hole ich mir mal sofort. Das brauche ich für einen imperialen Anhänger. Ich vermisse 99. Immerhin habe ich seinen Z6-Truckstock als Andenken an ihn, nicht wahr? Was? Wo ist er hin? Ich wette, das waren diese Taugenichtse von vorhin. Hol ihn mir zurück! Nein! Nicht für mich! Zum Andenken an FN2199! Mal kurz gucken, wo das ist. Ja, dahinter. Gut, das heißt, da gehen wir einfach mal da lang und folgen dem Weg. Und kriegen wir vom Kunden ein Dankeschön? Nein. Moment. Ah, nee. Dachte, wäre auch noch eine Figur, aber das war nicht so. Da ist auch nichts mehr. Jetzt erledigen wir aber erstmal diese Mission, da die mir sonst irgendwie flöten geht, wenn ich was anderes mache. So, gut. Da sind wir ja letztes Mal auch nicht durchgekommen, das heißt, da haben wir nämlich die Vesma jetzt für. Und ihr seht, der Job ist dann schnell erledigt, wenn man sie hat. Und direkt den nächsten Goldstein. Oh. Kylo Ren. Mit Kapuze. Schlechte Neuigkeiten für euch. Schnappt sie!
Gut, diese Erstordnungsmission auch abgeschlossen. Jetzt geht's erstmal wieder zurück quasi hierhin. Also in der Nähe des Falken. Da gibt es noch einige Figuren, die ich soweit noch nicht freigespielt habe. Man könnte sich die Figuren auch, wenn man sie schon so freigespielt hat, auch über die normale Karte kaufen, aber damit ihr auch seht, wo sich diese Figuren befinden, zeige ich euch da wirklich jeden einzelnen Standort im regulären Spiel. Blast Turan. Gut. Und der nächste hier. Moment. Aber die nächsten. Viva Tuil. Und wen haben wir noch? Oskus Sturat. Was habe ich nicht mehr viel gesperrte? Ja, den da haben wir ja. Irgendwie geht er da nicht weg. Hier ist Carbonit. Gut. Für diesen Tümpel habe ich natürlich jetzt Admiral Akbar. Gut. Damit fehlt nur noch eine einzige Carbonitgefrierkammer hier. Ein einziger davon. Jenkins. Eden Moos. Und Zylas. Dann ist hier alles abgeschlossen. Muss ich aber trotzdem noch mal gucken, warum der da nicht weg ist. Soweit nichts da oben. Eigentlich müsste er ja irgendwie verschwinden da. Na, okay. Hier gibt es ein Rennen.
was für ein Fahrzeug ich dafür brauche. Ich würde mal einen X-Wing nehmen. Gut. Das Rennen ist beendet. Und dann gab es den 5. Goldstein hier. Als nächstes geht es weiter in die Richtung. Hier unten ist nämlich ein goldener Stein noch. Oder noch einige goldene Steine sind da zu finden. Okay. Schau ich mir erstmal um. Schätze, ich brauche irgendwie BB-8. Okay. Schätze, der ist sauer. Alle Karbonitsteine zusammen. Und dann war schon den 7. goldenen Stein in diesem Part. Als nächstes gibt es hier vorne noch Figuren. Einige. Taibin Ralorsa. Satzwater. Dilify. Glon. Infrablue. Z Betty. Codgins. Dann haben wir hier noch einen. Hubert. Styx. Quarril.
eine jetzt auch da weg ist. Ja, der eine ist jetzt auch weg, den ich hier hatte, da oben. Gut, passt. So, jetzt habe ich hier noch drei Missionen, die ich erledigen kann. Hier ist erstmal Schrott sammeln angesagt. Anscheinend wollen die ursprünglichen Eigentümer sich einige unserer wertvollsten Gegenstände wieder aneignen. Wenn sie sie wirklich haben wollten, hätten sie nicht zulassen dürfen, dass wir sie überhaupt erst stehlen. Bitte, überzeuge sie davon, friedlich von dannen zu ziehen. Damit meine ich, dass sie friedlich sein sollen, nicht du. Das war auch relativ einfach. Aber ich nähere mich quasi dem Ziel von Lego Star Wars. Das Erwachen der Macht. Nämlich wirklich alle möglichen Teile zu besitzen. Na, wo ist er? Da ist er. Das führte natürlich zur Schlacht von Hoth. Dafür musste man sich warm anziehen und vermeiden, dass ein AT-AT-1 zerquetscht. Oh! Die sehen ja niedlich aus. Allzu viel gibt es jetzt nicht mehr. Hier ist noch eine Mission. Bist du an etwas ehrlicher Arbeit interessiert? Ich bin ein Vertreter des geschätzten Geschäftsmanns Ankerblatt. Er hat unlängst die Absturzstelle eines Sternzerstörers gesichert und braucht professionelle Piloten, um das Wrack in überschaubare Überreste zu verwandeln. Bei Interesse bitte freundlicherweise folgen. Ich kann versichern, deine Arbeit wird vorzüglich vergütet.
Schrotthändler alles aufsammeln können. Er hat anscheinend gut gewählt, denn letztlich den Alkohol 10 Sekunden abgestürzt. Genau, weiter so. Das verschafft mir Schrott für monatelangen Umsatz. Ich hab gedacht, da passe ich noch vorbei. Schön, damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Das war jetzt die dritte allgemeine Mission. Und der 10. goldene Stein jetzt. Gut, das heißt, jetzt kommen wir nochmal zu den Inseln. Dann nehmen wir auch mal ein Gefährt, was ein bisschen schneller ist, was richtig rast. So. Ab auf die Inseln. Hierfür brauchen wir wieder Phesma. Gucken, ob das auch geht. Nee, leider nicht. Ich dachte, der Boba könnte auch ein bisschen schnell feuern. Bereits 230 goldene Steine jetzt. Das Rennen ist abgeschlossen. Es geht dann weiter auf den... Obla, nein, ich möchte auf die nächste Insel. So. Gaff Kailek. Der erste hier auf dieser Insel. Das ist Ositenza. Mal gucken.
dass ich da jetzt ein Monster hinpacke und bitte zertrete. Okay. Ach, da ist er abgehauen. Da ist er auch. Oni Yas. Damit kontrollieren wir jetzt auch diesen Planeten. Ihr seht, es ist nichts mehr auf der Karte, wo wir was erledigen könnten. Jetzt können wir nochmal die Galaxiskarte prüfen, ob das auch stimmt. Da 8 von 8 Carbonit, 35, 35 Goldsteine, 5 von 5 allgemeinen Missionen, oder bessere Missionen, Rennen, könnt ihr alles unten sehen. Alles so, wie es sein sollte. Und ja. Damit ist dieser Part abgeschlossen. Wir haben damit alles auf Takodana erkundigt und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.